Torpedodelfine sind bereit. Der Funkmast ist bereit. Wir sind bereit, Donnergold zu finden. Zurück an die Arbeit, Matrose. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Okay, tada. Die Torpedodelfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, dann wollen wir mal. Super. Die Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Okay. Was? Also. Geht halt dahin. Was? Was? Ja, jetzt gleich haben wir sie. So, und jetzt. Great Boss down. So, Donnergoal. Was? Nein, verdammt! Gut gemacht, Jungs. Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken. Ja, immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Okay. Ausflipper. Luke öffnen. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Was war? Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Räum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Okay. Verschlag? Okay. Taucheranzug an den Haken. Dann gehen wir eben von unten an dran. Passt. Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot klingt irgendwie unlogisch. Ja. Aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Natürlich.
Knopf. Okay. Jetzt haben wir hier zwei Schläuche. Können wir die kombinieren? Ja. Ein langer Schlauch. Werden wir bestimmt irgendwie brauchen. Hey Boso, endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Boso, du hast dich wirklich kein Stück verändert. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Ich probiere mal was. Tu das. Ich such schon mal Deckung. Klingel. Das wird lustig. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Wow. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Da sind nur noch... Tatsächlich? Was ist... Sei mal ja, nicht so... Okay. Ich habe schon... Können wir dich wieder auf Krawallgol umschalten? Oh, na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuche dran zu denken. Okay. Klingelstreich? Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Oh Mann! Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Lieb gern. Was denn, Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot! Am nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Es wird ja immer lustiger. Und noch einmal. Gleich nochmal. Was? Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Aua. Mhm. Ich habe schon eine Vermutung, was wir machen müssen. Dichtmasse? Da sind nur noch... Tatsächlich. Was ist... Sei mal nicht... Ich habe schon... Doc? Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Und wie komme ich jetzt an die Dichtmasse? Ich muss ja irgendwie einen Abdruck kriegen. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Wasser, Schlauch. Eine Lampe. Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Dann nehmen wir die Kerze mal mit. Jetzt weiß ich, wie wir an die Dichtmasse kommen. Es ist jetzt auch ziemlich offensichtlich. Topf. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Gut. Topf mit Wachs. Okay, das müssen wir von der anderen Seite machen. Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Einmal den Abdruck in den Torhelm.
Was soll denn das darstellen? Na was schon? Das ist mein Stunt-Double. Gestatten Ray Coulson. Stunt-Double? Du hast doch nicht etwa Angst vor Delfinen, oder? Ich und Angst? Da kann ich doch nur drüber lachen. Haha. Moment mal. Was für Delfine denn? Psst, Ray Coulson. So kann ich den Anzug auf jeden Fall nicht runterlassen. Er ist zu leicht. Ja, ich bin zu leicht. Schon eben nicht. Ich mache meine Stunts eh lieber selbst. Den stauchenden Taucheranzug? Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson. Die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. Und jetzt den Abdruck in den Helm. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Urso, Kran runter. Hey, Rufus, was liegt an? Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie die Delfine darauf reagieren. Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde das niemals. Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. So, jetzt aber. Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Hoffen mal, dass es jetzt klappt. Knopf. Oh, Luke. Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er Kurs. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Ach schön. Da sind wir. Die Sprengplattform. Es wird Zeit fürs Finale. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Da ist verdammt. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord.
Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Okay, Sprengturm. Transporter. Die Rebellen. Aua, hier ist eine Luke. Ich meine... Transporter? Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie das jetzt geht. Da ist jetzt der Frosch. Okay. Wir müssen irgendwie als Frosch da rauskommen. Janosch. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Okay. Ab in den Transporter. Fliege. So, aus. Warum habe ich nur meinen Dompt? Gehen wir hier rein. Also müssen wir jetzt hier in den Transporter gehen und dann mit dem Frosch darüber. Frösche sind... So, jetzt aber. Ah, jetzt fehlt da die Fliege, ich verstehe. Ja, jetzt geht er runter. Transporter. Also hier muss schließlich die Fliege hin. Wir müssen irgendwie die Fliege mit dem Frosch futtern, das merke ich schon. So. Und wenn wir jetzt... So, das sieht gut aus. Transporter? Da müsste ja jetzt da der Frosch sein. Ah, komm schon, das klappt jetzt. Ja, da ist er. Okay. Fliege.
Fall. Runter. Transporter. Jetzt war ich jetzt mal fertig. Die Transporter sind frei und ich glaube, der war das, damit wir nach rechts kommen, wo die Luke ist. Jawohl. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponierung gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Da ist sie. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Gut. Und wie es damit weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.